aufgepasst, denn heute lüfte ich das Geheimnis der ultraschnellen Ketose und zwar über Nacht. Ich teile heute mit dir meine absolute Geheimformel, die es dir ermöglicht, quasi über Nacht in den Fettstoffwechsel zu kommen, in den Zustand der Ketose. Bleib also unbedingt dran, denn ich verrate dir die drei Elemente, die diese Formel beinhalten und die dir helfen, dass du schneller in Ketose kommst. Hey, mein Name ist Florence und ich zeige dir auf meinem Kanal, wie du schneller in den Fettverbrennungsmodus, in den Zustand der Ketose kommst. Warum bin ich so ein riesen Ketose-Fan? Weil Ketose ist ein Zustand, den muss jeder mal erlebt haben. In Ketose hast du mehr Energie, besseren Fokus, bessere Konzentration, besseren Schlaf, bessere Verdauung, bessere Haut. Du fühlst dich besser, du bist einfach besser drauf, du hast bessere Laune, du hast weniger Hunger, weniger Heißhunger und das Ganze hilft dir natürlich auch indirekt, deine Fettverbrennung zu aktivieren. Außerdem schläfst du auch noch viel, viel besser, wenn du im Zustand der Ketose bist. Also du hast wirklich alle Elemente, die du brauchst, um ein vitales Leben zu fühlen, voller Energie und ohne Energieeinbrüche. Ich freue mich total, heute mit dir diese Geheimformel zu teilen, denn die wird es dir ermöglichen, wirklich ultraschnell in den Zustand der Ketose zu kommen. Die Geheimformel beinhaltet drei Elemente und diese drei Elemente werde ich dir erstmal vorstellen. Wenn du sie richtig kombinierst, dann kommst du damit über Nacht in den Zustand der Ketose. Element Nummer 1 ist MCT-Öl. MCT-Öl ist ein wahres Wunder für den ketogenen Stoffwechsel und für die Produktion von körpereigenen Ketonkörpern. Denn MCT-Öl sind mittelkettige Fettsäuren, die dir dabei helfen, dass dein Körper oder dass deine Leber leichter Ketonkörper produziert. Denn aus diesen MCT-Fettsäuren kann der Körper sehr, sehr gut Ketonkörper produzieren. Das heißt, MCT-Öl fördert die Ketonkörperproduktion in deinem System. Part Nummer 2 ist Intervallfasten oder auch Fasten. Denn Fasten beschleunigt die Ketose ungemein. Ist ja ganz klar, wenn wir eben nichts essen und damit auch die Glykogen, die Kohlenhydratspeicher leeren, dann fängt der Körper schneller an, aus dem Körperfett Ketonkörper zu bilden, um daraus Energie zu gewinnen. Denn der Körper ist ja sehr, sehr, sehr smart und er wird irgendwann einen Weg finden, wenn er keine Kohlenhydrate und keine Energie von außen mehr zur Verfügung hat, aus dem eigenen Körperfett Energie zu gewinnen. Und das ist letztendlich das Ziel, was wir erreichen wollen mit dem Zustand der Ketose. Das kannst du schon durch Intervallfasten erreichen oder aber auch durch längeres Fasten kommst du relativ schnell in den Zustand der Ketose. Je nachdem, wie du dich natürlich vorher ernährt hast, wenn du jetzt von einer Ernährungsform kommst, die sehr Kohlenhydrat, sehr zuckerlastig ist, braucht es ein bisschen länger als über Nacht, um in den Zustand der Ketose zu kommen. Aber tatsächlich kannst du eben, wenn du dich schon eher Low Carb ernährst oder auch schon den Zucker reduzierst, die Kohlenhydrate ein bisschen reduzierst, mit Intervallfasten die Ketose beschleunigen, indem du zum Beispiel abends fastest oder indem du direkt morgens nach dem Aufwachen fastest. Die drei Kombinationen oder die Kombinationsmöglichkeiten von diesen drei Elementen werde ich dir am Ende des Videos auch nochmal vorstellen, damit du für dich ausprobieren kannst, was für dich am besten funktioniert. Aber Intervallfasten ist einfach genial, weil es dem Körper hilft, auch schneller Ketonkörper zu produzieren, weil wir einfach keine Nahrung von außen zuführen. Der dritte Part, der unbedingt dazugehört und nicht fehlen darf, sind exogene Ketone. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, ich habe auch hier schon mal öfter darüber gesprochen. Exogene Ketone sind fixfertige Ketonkörper, die im Idealfall bioidentisch sind und natürlich hergestellt, die du von außen zuführst und die den Körper damit innerhalb von 30 bis 60 Minuten in den Zustand der Ketose versetzen. Das heißt, exogene Ketone in Kombination mit den anderen beiden Elementen können dir helfen, ultraschnell in den Zustand der Ketose zu kommen. Die exogenen Ketonkörper sind schon fertig, du nimmst sie in Form von einem Getränk auf und dann kannst du sie nach 30 bis 60 Minuten im Blut nachweisen und bist im Blut nachweislich im Zustand der Ketose. Das ist also der ultimative Ketose-Turbo, kannst du dir so vorstellen. Exogene Ketone liefern dir all die Vorteile, die du hast in Ketose und du musst dich dafür nicht zwingend ketogen ernähren. Wenn du allerdings natürlich langfristig größere Ziele hast, macht es Sinn, auch die Ernährung umzustellen. Aber theoretisch könntest du allein mit exogenen Ketonen in den Zustand der Ketose kommen und damit die Vorteile wie mehr Energie, besserer Fokus, besserer Schlaf, bessere Verdauung, bessere Haut, bessere Laune und so weiter, alles, was ich vorhin schon aufgezählt habe, auch haben, nur mit den exogenen Ketonen. Was die exogenen Ketone nicht können, ist, dich in die Fettverbrennung zu versetzen, in die körpereigene Ketose, denn dafür braucht es die anderen beiden Komponenten. Und deswegen ist diese Dreierformel so ideal, weil du nämlich drei verschiedene Komponenten miteinander kombinierst, körpereigene Ketose mit exogener Ketose und somit richtig, richtig schnell in den Keto-Zustand kommst. Mehr Infos zu den exogenen Ketonen, wie du sie einsetzt, wie das Ganze funktioniert, findest du auch unten in der Videobeschreibung. Das heißt, schau da gerne vorbei oder folge mir auf Instagram, denn dort bekommst du auch von mir eine persönliche Nachricht und dann kann ich dich auch dahingehend nochmal etwas besser beraten und wir können uns einfach austauschen und ich kann sagen, inwiefern exogene Ketone für dich vielleicht sogar sinnvoll sein können.
Wie setzt du jetzt diese Dreierformel ein? Naja, wichtig ist, dass du die drei Komponenten miteinander kombinierst, um über Nacht in den Zustand der Ketose zu kommen. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst die letzte Mahlzeit mittags ein und fastest dann über den Abend und über die Nacht, was sehr, 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 sehr machtvoll sein kann. Du kannst dann zum Beispiel noch bei der letzten Mahlzeit ein bisschen MCT-Öl mit dazu nehmen und dann zum Beispiel vor dem Schlafengehen nochmal koffeinfreie exogene Ketone. Damit bist du auf jeden Fall schon mal gut aufgestellt und am nächsten Tag startest du den Tag direkt mit exogenen Ketonen, dann ein bisschen MCT-Öl und schon bist du im Zustand der Ketose und kannst das auch nachweisen. Du kannst es auch andersrum machen, du nimmst die letzte Mahlzeit abends, nimmst ein bisschen MCT-Öl noch dazu und vor dem Schlafengehen exogene Ketone und dann am nächsten Morgen auch nochmal exogene Ketone und fastest bis zum Mittag, brichst das Fasten mit ein bisschen MCT-Öl und nimmst dann eine Low-Carb-Mahlzeit zu dir. Dann bist du in Ketose und wenn du es schaffst, über den Tag auch wirklich weniger Kohlenhydrate, weniger Zucker zu essen, mehr Proteine, mehr Fette, dann wirst du wahrscheinlich auch in Ketose bleiben. Das heißt, es ist der ultimative Quick-Einstieg in die Ketose, was du dir einfach nur vorstellen kannst. Ganz wichtige Info noch am Schluss. Jeder Mensch ist individuell und nicht für jeden mag das gleich funktionieren. Ob du in Ketose kommst, ist auch von ein paar anderen Faktoren abhängig, sonst wäre es ja viel zu leicht. Tatsächlich spielt dein Stresslevel eine Rolle, dein Insulinlevel spielt eine Rolle, deine ganzen restlichen Hormone und wie sie in Balance sind oder in Disbalance sind, spielt eine große Rolle. Wie du dich vorher ernährt hast, wie viel du isst, also ganz, ganz viele Punkte spielen eine große Rolle, ob du auch noch in den Zustand der Ketose kommst. Aber mit dieser Geheimformel wirst du auf jeden Fall der Ketose ein Stückchen näher kommen und wahrscheinlich einfach auch relativ schnell von den Vorteilen der Ketose profitieren.